Die Bildungswissenschaften sind ja ein Teilstudiengang in den Lehramtsstudiengängen, in allen Lehramtsstudiengängen, die wir hier in Bielefeld zur Verfügung haben, neben den didaktischen Fächern, die die Studierenden auch noch jeweils studieren. Und wir haben verschiedene Lehramtsprofile hier in Bielefeld. Das ist die Grundschule, die Hauptreal-, Sekundar- und Gesamtschule, das Gymnasium, Gesamtschule und das Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Das Grundschullehramt und das Lehramt Hauptreal-, Gesamt- und Sekundarschule kann jeweils mit integrierter Sonderpädagogik bei uns studiert werden. Um einen sonderpädagogischen Lehramtsabschluss zusätzlich zu dem Regelschullehramtsabschluss erwerben zu können, haben die Studierenden dann eben noch zwei weitere Semester und sie profilieren ihr Studium in bestimmter Weise, nämlich indem sie eben Wahlangebote nutzen, die sich mit inklusionsspezifischen Fragestellungen und förderschwerpunktspezifischen Fragestellungen beschäftigen. Aber auch insgesamt ist das Thema Inklusion bei uns in den Bildungswissenschaften sehr prominent vertreten. Wir haben eben auch für alle Lehramtsstudierenden dies auf der Agenda. Das ergibt sich ja aus der Verpflichtung, die wir alle in Deutschland haben, alle Schulformen, eben auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen in diesen Schulformen angemessen zu unterrichten.